ACTV Wanted Strike. Tandayatlık. Wer mein Insta-Account verfolgt, der weiß das. Ihr heult doch alle immer rum. Ja, Majid's Army hat gar keine eigene Meinung. Er ist wie ein Diktator. Er befehligt die alle und so. Das ist seine Armee und alles. Aber selber kommen die ganzen Leute von Fire Gordon oder von Alpha Kevin und beleidigen nur, weil es auch Leute gibt, die trotz diesem ganzen Beef immer noch hinter Majid stehen. Ich sage nur, dass ich ein Teil dieser Asi-Army bin und dass ich mit meiner Community die Asi-Army unterstützen will. Das ist alles, was ich machen werde, und ich werde meine Meinung darüber niemals mehr ändern. Julian, du bist einer der Soldaten, die loyal geblieben sind, obwohl halb humorloser YouTuber gegen uns agiert hat und unsere Army stürzen wollte. Asi-Army, lass mal bei ihm ein Abo da. Ich wollte mich entschuldigen bei Fire Gordon. Was für Entschuldigung, Hilda, mit dir. Ey, Asi-Army, like mal dieses Video extra, bevor ihr es überhaupt geguckt habt, weil wir die Asi-Army sind, ganz einfach. Dass du ja auf YouTube irgendjemanden gefickt haben sollst, das wäre mir neu. Du hast hier niemanden gefickt. Niemanden. Du hast hier niemanden gefickt. Niemanden. Guck mal, ich wollte eigentlich kein Video machen, gell? Auf einmal, ich guck, Chico Abi muss ins Gefängnis gehen. Ich guck, er macht noch ein Video gegen mich. Und ich muss jetzt vor Gericht, weil ich mich nicht an den Feierhodismus gehalten habe. Ulan, Richter Max Feierhoden. Safi! Noch ein Video haben wir noch. Inshallah antwortet er, dann mach ich mir Abos. Natürlich habe ich damit gerechnet, dass ein Video gegen mich kommt. Das war doch ohnehin schon klar, als du mich angeschrieben hast und meintest, ich soll ein Video gegen dich machen. Wofür du mir sogar Punkte genannt hast, warum du scheiße bist. Du warst zu dem Zeitpunkt für mich ein No-Name. Jemand, der bei mir ankommt und einfach nur rumlutschen will. Lieber Maxi, rumlutschen ist eine andere Art von Schleim. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei dir rumgelutscht habe. Ich habe dich einfach provoziert, damit du jetzt schon ein Video gegen mich machst. Wallah, es hat miese geklappt. Denn ich wusste, du wirst irgendwann sowieso ein Video gegen mich machen. Ey Max, wenn du jetzt hier drin bist, wenn er jetzt aus Prinzip einfach nur Leute hatet, wollen wir eine Kooperation zusammen machen? Ohne Witz, also Max, das wäre so ein Thema, ich glaube, zusammen, das wird auch echt gut gehypt werden. Ich wollte die ganze Sache nur beschleunigen und es hat geklappt. Junge, allein dein Titel ist verarscht und du sagst kurz Video auseinandernehmen? Egal, Hauptsache das Video geht 17 Minuten, gell? Ja, miese kurz, Bruder, miese kurz. Jedes Video auf dieser Plattform ist Content. Es geht nicht darum, ob du einen Content hast, sondern ob du deinen eigenen Content hast. Ich frage mich, wie interessant du für die Leute bist, wenn du mal nicht andere YouTuber im Titel hast. Ah, da hast du ja dich selber im Titel. Mal sehen, wie die Klicks laufen. Oh, ein Video hat gut Klicks gemacht. Lass mal gucken, wie die Bewertung und so weiter ist. Safi, hier noch ein Dislike von mir, du kleinen Kachbe. Guck mal jetzt, AsiTV, ich mache ein konstruktives Video über dich. Ein konstruktives Video. Junge, hast du Döner mit extra Zwiebel gegessen? Wie der extra laut sagt, damit man den ernst nimmt. Ah, Junge, geh mal weg. Bisher musste sich kein YouTuber wehren. Bei einem Patrick hätte ich es noch annähernd verstanden, aber der kriegt ja seinen Mund auch nicht auf. Aber ansonsten, nenn mir Beispiele. Wer musste sich wehren? Jetzt gibst du sogar zu, dass ich so relevant bin, dass du die ganze Zeit darauf gegeiert hast, dass ein Video zu dir kommt. Aber was willst du denn rasieren? Ich muss Fire Gordon leider zu 100% recht geben. Ich guck, ich will den gerade rasieren. Der hat gar keinen Bartwuchs, Bruder. Was genau soll ich rasieren? Aber Bruder, was bei dir nicht auf den Kiefern wächst, wächst dir auf den Haaren. Wann gehst du Friseur? Bald siehst du aus wie Jimmy Neutron. Damit du unser Humor verstehst, musst du erstmal aussehen wie wir. Warte kurz, ich helf dir. Salam aleikum, du Haarschneiden, Bruder. Du hast und du wirst hier nichts rasieren. Aber ich sag ja auch, dass es traurig ist, dass ich 50 Kommentare dahingehend bekommen habe. Klar, es ist traurig, da der Zusammenhang vollkommen anders ist. Seid mal ehrlich, redet der nicht wie bei Kinderfilmen? Aber ich sag ja auch, dass es traurig ist, dass ich 50 Kommentare dahingehend bekommen habe. Klar, es ist traurig, da der Zusammenhang vollkommen anders ist. Der denkt sich auch immer nur so, oh ja, endlich hat ein YouTuber einen Fehler gemacht, jetzt kann ich endlich wieder ein Video bringen. Jo, die Szene habe ich rausgelassen, das stimmt. Und weißt du auch aus welchem Grund? Weil es nicht zur Sachlage mit beiträgt. Natürlich hat das was damit zu tun, das bezieht sich doch darauf. Was laberst du für eine Scheiße? Hör doch auf, dich rauszureden. Du machst das Ganze vielleicht aus Spaß sagen und du sitzt vor deinem Bildschirm, schiebst Lachkicks, dass die Kinder dir nachlaufen, aber die nehmen es ernst. Du kannst bei jüngeren Kindern nicht immer sagen, ja, ist Ironie. In der Regel verstehen Kinder Humor und Ironie erst ab 10 Jahren und ich denke nicht, dass deine Army aus älteren oder gar reiferen Kindern besteht. Maxi, dann denkst du, falsch. Ey, wo Asi-Army, schreibt mal in die Kommentare, wie alt ihr seid, dann können wir den Typen einen Korb geben. Sag, ach, guck dir das doch allein an. Ich habe am Anfang des Videos zu dir bedacht einen Spoiler eingebaut, um zu schauen, ob jemand von deinen Zuschauern darauf überhaupt eingehen kann. Hat niemand geschafft. Vielleicht wollte es keiner. Und tu nicht so, als ob deine Leute nur argumentieren und sagen, ja, das ist nicht gut, also TV, lass es. Junge, die beleidigen mich genauso, guck doch mal selber. Hier ein kleiner Hinweis. Ich packe einmal deinen Hashtag auf die Blacklist und ich filter Beleidigungen in den Kommentaren automatisch und schon hast du keine Army mehr. Er hat einfach Hashtag Asi-Army in die Blacklist getan. Ladies and gentlemen.
Bist du stolz darauf, so eine Community zu haben? Alhamdulillah, Junge, meine Abonnenten sind genau wie ich. Wir sind alle dreckige Hyänen, du weißt doch gar nicht. Und was, ich hab keine Army, nur weil du die in Blacklist tust, heißt nicht, dass ich keine Army hab. Mit bildet euch eure eigene Meinung ist gemeint, dass niemand Hass verbreiten und sich lieber selbst informieren soll. In deinem Fall habe ich am Ende nett dazu geraten, dir keine Aufmerksamkeit... Junge, das, was du machst, ist umgekehrte Psychologie. Sonst würdest du nicht erwähnen, dass die das nicht machen sollen. Dann machen die das doch erst recht. Und das haben die auch getan, Digga. Danke, bester Mann, Wallah. Am Anfang sollte keiner gehatet werden. Ich habe meiner willenlosen Army dann nur gesagt, die sollen ihn zuspammen, dass ich mit ihm reden will. Ob er jetzt Lust hat, mit mir zu reden oder nicht, das ist mir dabei vollkommen egal. Weißt du, was ich dazu sage? Das ist mir dabei vollkommen egal. Könnten auch zu seinem Discord gehen, das war für mich egal. Ich frag mich gerade an der Stelle echt, wie ihr zu seinem Discord gehen wollt. Meinst du mit wir, dich und Alpha Kevin oder dich und deine Community? AsiTV, hast du keine Eier, das allein zu klären, allein dahin zu gehen? Warum wir und nicht ich? Vielleicht, weil du dich nicht traust, ohne deine Army deinen Mund auch nur annähernd aufzumachen? Weißt du was? Wenn du ein Mann bist, lass mal live gehen. Wir beide 1 gegen 1, jeder soll zuhören. Dann gucken wir mal, wer im Recht ist, okay? Meinst du mit wir, dich und Alpha Kevin oder dich und deine Community? Du bist ohne deine Zuschauer irrelevant, du bist verloren. Du denkst nämlich, dass jemand weggehatet wird, wenn er was gegen dich sagt, egal wie wahr oder falsch das Video ist. Genau wie bei Alpha Kevin. Hauptsache mit mehreren Leuten im Discord-Channel sein, die ständig dazwischen reden und jemanden nicht ausreden lassen. Du kannst mir jetzt auch nicht damit kommen, dass da sowieso nur irrelevante Leute drin waren, aber allein dieses Auftreten mit einer Masse, das sagt schon ziemlich viel über dich als Person aus. Lan, Max, wovon redest du? Diese Masse war aber im Livestream gar nicht anwesend. Er ist freiwillig in den Discord gekommen und hätte auch einfach sagen können, dass sie mit mir alleine reden will. Chico Abi hat doch ein Uncut-Video hochgeladen, was versuchst du jetzt wieder zu verdrehen? Er kam wie eine Schlange erst eine Stunde nach dem Livestream in mein Discord. Alpha Kevin wusste, dass wir 10 Mann im Discord sind. Denn er hat die ganze Zeit den Livestream von Edima verfolgt. Also wusste er die ganze Zeit, worauf er sich einlässt. Als ob wir ihn gezwungen haben, reinzukommen und verboten haben, rauszugehen. Was ist los mit dir? Du hast in deinem Videoausschnitt gesagt, dass er fast heult und meintest, dass die Leute weitermachen sollen. Dein Ziel war es also, das Kind bewusst zum Weinen zu bringen, indem du es beleidigen und haten lässt. Und auch wenn der Superschnecke dir irgendwas anderes gesagt hat, dann geht man doch nicht in einen Stream und lässt jemanden von der Masse beleidigen, die wahrscheinlich nicht mehr genau weiß, was passiert ist. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Superschnecki, nicht zwischen ihm und deiner Army. Schnecki war nicht irgendein Zuschauer von mir, sondern er war ein fester Bestandteil meiner Army und hat eine Rolle gespielt. Und weil das meine Army wusste, haben sie mich darauf aufmerksam gemacht. Und du stellst es so dar, als würde ich jeden x-beliebigen Zuschauer die Hölle heiß machen, weil er mich deabonniert hat? Ich habe in meinem Videoausschnitt doch gesagt, dass der Typ, den ich getrollt habe, ein Paradebeispiel für deine Community ist. Also sagen wir einfach mal einen Durchschnitt, den ich so ermitteln konnte auf meinem Kanal. Ach so, okay, dann zeige ich auch mein Paradebeispiel bei mir. Du hast sogar eine Person in meinen Kommentaren gefunden. Eine einzige Person, die ohne ständige Beleidigung etwas verfasst hat. Wow. Denkst du, ich habe nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Kommentare bei dir zu lesen? Das habe ich bei Instagram geschickt bekommen, Junge. So, dein Content, dein gesamter Videoinhalt bezieht sich also darauf, Leute zu beleidigen oder mit deiner Army zu Dislike-Raiden. Und womit legitimierst du das, die Leute traurig zu machen und ihnen zu schaden? Mit deinem Kanalnamen. Mit deinem Kanalnamen, du Meme. Walla, du bist nicht lustig, halb Mensch, halb Nase. Guck mal deine Ohren an meiner Räume, bevor du mit mir redest. Ich legitimiere meinen Kanal mit meinem eigenen Content. Das bedeutet, dass wenn jemand mit Hate nicht klarkommt, hat er auf YouTube absolut nichts zu suchen. Junge, das solltest du doch als Meinungs-YouTuber wissen, oder nicht? Darf ich mich laut deiner Argumentation auch Gesetzesbrecher nennen und jemanden auf der Straße erschießen, ohne eine Strafe erwarten zu müssen? Nein, zum Glück nicht. Gegen sowas wird vorgegangen. Junge, das ist YouTube. Halt mal den Ball flach, du Allmann. Motto, ich sag jetzt, springt aus dem Fenster. Spring dann auch aus dem Fenster, oder was? Was ist los mit dir? Weil du ins AsiTV eine Beleidigung für jede Person mit Migrationshintergrund, südländischem Aussehen oder sonstigem bist. Du nennst dich selbst in Deutschland ein Zitat Kanaken und belegst vor deinen Leuten, wie asozial du anscheinend bist. Du brüstest dich damit. Ich hab nicht so einen Stock im Arsch wie du. Das ist der Humor von der Kunstperson It's AsiTV. Oh, schon wieder die bösen Ausländer. Traurig, dass 147.000 Menschen so jemandem hinterherlaufen. Naja, es stimmt so nicht. Es sind ja nicht mehr 147.000. Sind dann 149.000. Danke, Bruder, du machst die größte Werbung für mich, die es gibt. Sie schämen sich dafür, dass sie durch Leute wie dich schlechter von ihnen unbekannten Menschen angesehen werden. Du siehst sie mit deinen Videos in den Dreck. Ich will jetzt zwar keine Namen nennen, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige mit so einem Asi-Content. Also halt den Ball flach. Ist es dein Ernst, dass du Hass fördern willst? Okay. Was erzählst du hier die ganze Zeit von Hass, Alter? Was bist du für eine Blenderfotze? Mein ganzer Kanal ist auf Lachkick aufgebaut. Das ist mein Humor, Junge. Du bist der größte Allmann. Natürlich gefällt es dir nicht. Jeder hat seinen eigenen Humor. Kapier's? Push, du hast genauso viele Abonnenten dazu gewonnen wie an anderen Tagen.
Junge, du kannst nicht mehr Statistiken lesen. Ulan, du Fisch, ich werde doch trotzdem bekannter. Jo, unser Humor ist anders. Das ist meine sinnvolle Aussage in dem Video. Das Problem ist, dass mein Humor nicht gefährlich ist für eine Masse von Menschen. Deiner hingegen schon. Wie kann ein Humor gefährlich sein? Sanki Almanya'da bomba patlatacağız. Abgesehen davon habe ich noch nie und ich habe auch nicht vor, 10 Videos gegen dich zu machen. Junge, du hast schon 2 Videos hintereinander gegen mich hochgeladen. Und es fehlen nur noch 8. Und man merkt einfach, wie du mich richtig ernst nimmst. Sonst würdest du nicht die ganze Zeit Videos gegen mich hochladen. Also ich bin der Feiergurten, ich habe dein Video auseinandergenommen. Ich denke immer noch nicht, dass wir in einem Krieg sind. Sag Walla. Junge, du bist doch auch in deinen Film. Du denkst auch, du würdest YouTube retten. Ja, Junge, du rettest gar nichts. Mach hier nicht einen noch wichtiger, Mann. Okay, Spaß beiseite, Leute. Feiergurten und ich hatten einen Plan. Es war alles ein Social Experiment. Denn wir wollten die Loyalität der Asi-Army testen. Wir wollten die Leute trennen, die gegen uns schießen und nicht mit uns schießen. So konnten wir die Asi-Army von den Verrätern trennen. Denn Loyalität wird bei uns groß geschrieben. Wir stehen zusammen und wir fallen zusammen. Asi-Army! Und Verrat wird in der Asi-Army nicht geduldet. Grüße gehen raus an Mazda. Krass, Digga, du hast 100k erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Viel Erfolg und bleib so, wie du bist, Bruder. Wir werden euch alle kriegen. Wir haben sogar Huki gekriegt. Und unser Asi-Army-Patron Buri hat sich um ihn gekümmert. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Wir zerstören YouTube Deutschland. Das war's mit dir. Huki. Game over. Huki am Jam, aber langsam. Komm mal an mit dem Punk an. Wer soll die Angst haben? Rolle mit dem Punk, sag, brall ich weg wie Wand am. Es macht Bam, Bam, Bam. Spitte meine Bass, damit du weißt, sag, stimme mir so lange, wie Böller mit das K. Und auf Haki Bach, es macht Tick Tack. Schaut euch das ganze Musikvideo von Buri an, und zwar in der Videobeschreibung habt ihr den Link. Like das Video, kommentiert es, Hashtag Asi-Army. Keiner kann uns stürzen. Wir bleiben, bis YouTube von Artikel 13 gelöscht wird.